Jetzt war die Gerechtigkeit wieder putzmunter. Sollte sie aber wieder mal einschlafen? Dann liegt es eben an uns, ihre Glocke zu läuten und sie wieder aufzuwecken. In Kambodscha habe ich jahrelang Opfer aus Menschenhandel betreut. Auch in der Schweiz ist die Ausbeutung von Menschen eine Realität und passiert direkt vor meiner Haustür. Zwar oft versteckt, aber nicht weniger brutal. 20 Stunden Arbeit, kein Lohn und keinerlei Rechte. Das ist Ausbeutung, die häufigste Form von Menschenhandel in der Schweiz. Ich verstand nicht, warum das in der Schweiz kaum bestraft wird. Kein Wunder ist die Arbeitsausbeutung so lukrativ. Ich finde es ungerecht, dass Menschen als weniger wert angeschaut werden, nur weil sie nicht die gleiche Leistung bringen können. Jeder Mensch ist doch wertvoll. Immer mehr alte Menschen vereinsamen, fühlen sich wertlos. Wie wenn sie nur eine Last wären, ein Kostenfaktor oder ein Pflegefall. Es braucht eine Kultur, die ja sagt zum Leben, auch im höheren Alter. Es braucht eine Kultur, wo Menschen in Würde können alt werden und sterben. Der Mensch soll mit all seinen Herausforderungen wertgeschätzt werden. Als Unternehmerin mache ich den Profit nicht auf Kosten von Menschen, sondern möchte ihnen Hoffnung und Perspektive schenken. Ich möchte den Menschen eine Stimme geben, für sie einstehen und sie rausholen aus Abhängigkeit und Ausbeutung. Ich setze mich dafür ein, dass Politik und Bevölkerung sensibilisiert wird und dass wir gemeinsam Lösungen finden. Und das begeistert mich, wenn ältere Menschen miteinander von der Generation ihren Platz finden, wenn sie aufblühen und ihr wertvolles Potenzial einbringen können. Darum engagiere ich mich für die EVP. Weil dort meine Werte leben und politisch etwas verändern kann. Für Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Menschenwürde. Aus Leidenschaft für Mensch und Umwelt. EVP, damit Werte wieder zählen.